Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Zunächst zu Ihnen, Herr Hocker. Wo ist er denn? Ich weiß, unsere Ministerin ist selbstbewusst genug, Männer wie Sie nach so einer Aussage entsprechend abtropfen zu lassen. Aber darum geht es nicht. Es geht hier um eine grundsätzliche Einstellung zu uns Frauen, und die ist aus meiner Sicht unsäglich. Zum Thema. Meine Damen, meine Herren, ich bin glücklich, in einer Zeit und in einem Land zu leben, in der gilt, wir halten wiederholt die EU-Maastricht-Kriterien bzw. den EU-Stabilitätspakt ein. Trotzdem, als Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft, habe ich gelernt, und was ich gelernt habe, verlerne ich nie. Und an der Stelle möchte ich Marcus Tullius Cicero zitieren, vor Christus wohlgemerkt. Der sagte, die Menschen verstehen nicht, welch große Einnahmequelle in der Sparsamkeit liegt. Auch das gilt immer wieder für uns Politiker. Das heißt, für unseren Haushaltsplan, Einzelplan 10, wir haben eine minimale Steigerung, wir haben eine angemessene, aber eine vor allem mittelfristig gesicherte Finanzausstattung. Vielen herzlichen Dank allen Kolleginnen und Kollegen und vor allem ein dickes Dankeschön an die, die Geld nicht nur per se verteilt haben, sondern aus tiefer Überzeugung gehandelt haben. Denn wir reden heute und wir arbeiten für eine Branche, die so unglaublich vielfältig und innovativ ist, die dafür sorgt, dass unser Tisch jeden Tag so reichlich gedeckt ist. Eine Branche, der wir nicht nur an Erntedank, sondern jeden Tag danken sollten, jeden Tag aufs Neue. Eine Branche, das geht weit über unser Essen, über unsere Lebensmittel hinaus. Und wenn ich alleine an den Bereich erneuerbare Energien denke, müssen wir hier mal festhalten, dass gerade der Löwenanteil im Primärenergiebereich der erneuerbaren Energien die Bioenergie mit 68% stemmt. Viele nicht bewusst. Und mit 14% kommt erst der Bereich Windkraft. Oder 11 Millionen Hektar Wald liefern in unserem Land Holz für Baustoffe, Werkstoffe und die Energieversorgung. Alleine auf 270.000 Hektar wachsen Industriepflanzen für Bau, Schmierstoffe, für Arznei, für Färbemittel. Und wenn wir in den letzten Wochen über das Verbot, nicht wir, sondern manche, von Wattestäbchen oder Strohhalmen diskutiert haben, dann fragte ich mich immer, kann das die Antwort für das Problem Plastikmüll sein? Nein. Eine gute Antwort, da bin ich sehr überzeugt. Auf das Plastikmüllproblem kann zweifellos unsere Landwirtschaft liefern. Sie muss aus meiner Sicht gemeinsam mit Wissenschaft und Forschung schneller praxistaugliche Lösungen entwickeln aus Reststoffen, aus nachwachsenden Rohstoffen, um am Ende Bioplastik zu 100%, wobei Plastik schon das falsche Wort, der falsche Begriff ist, aber Bioplastik zu 100% abbaubar statt weiter Plastikmüll für die Ewigkeit. Deshalb ist es so toll, dass wir den Haushaltsansatz dazu entsprechend erhöht haben. Auch hier ein dickes Dankeschön. Meine Damen, meine Herren, Fortschritt braucht keine Schuldzuweisungen, sondern Dialog. Vertreter der Leibniz-Gemeinschaft haben diese Erkenntnis diese Woche auf den Punkt gebracht. Das gilt auch für unser Top-Thema mehr Tierwohl. Und ich bitte Sie einfach an dieser Stelle, führen wir uns vor Augen, dass wir beim Thema Tierwohl nicht bei Null anfangen. Denn vor 30 Jahren hat ja keiner an
dieses Thema gedacht, vergleichsweise dunkle Stelle, enge Stelle. Darüber hat man sich keine Gedanken gemacht. Heute macht man sich sehr wohl und Gott sei Dank Gedanken über moderne Stelle. Und deshalb ist es unsere Herausforderung, unser Ziel, mehr Tierwohl für alle, ja, aber alle müssen ernsthaft bei unserem geplanten staatlichen Tierwohl-Label mitmachen. Am Ende muss eine Win-Win-Situation für alle stehen. Und wenn die Wirtschaft, wenn der Lebensmitteleinzelhandel sich wirklich offen dazu bekennt und das Ganze nicht als Marketing-Gag definiert, sondern als ehrliches Anliegen, dann ist das eine wichtige Voraussetzung, wenn sich der Verbraucher nicht nur mit Worten bewegt, sondern auch den Geldbeutel bewegt, die zweite Voraussetzung. Und wenn der Landwirt damit wirkliche Planungssicherheit hat, damit er, wenn er mehr Geld in die Hand nimmt, wenn er mehr investiert, eben nicht für die Katz, sondern für den Markt produziert, dann sind wir erst auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, das ist unser Ziel. Kommen Sie freundlicherweise zum Schlusswort, Kollegin Nordler. Herr Präsident, ich schließe ab mit einer Bauernregel zum heutigen Tag. Scheine die Sonne im Juli heiß, lohnt sich des Bauern Mühe und Fleiß. Ich wünsche mir, das ist ein gutes Omen und es macht aber auch deutlich, dass Landwirtschaft umso mehr nicht nur von uns, von der Politik, sondern auch vom Wetter abhängig ist. Deshalb werden wir weiter unseren Beitrag leisten. Dankeschön. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Mortler. Mit diesen